Und hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, zurück an der Stelle, wo wir in der Folge 234 unsere Abenteuer auf Korriban unterbrochen haben und einen Abstecher auf das Raumschiff Orion gemacht haben für die Brotherhood of Shadow Mod. Und da sind wir geblieben bis zur Folge 301. Das ist ja unfassbar. Und jetzt haben wir die Folge 302. Und es soll nun endlich in der Haupthandlung weitergehen. Tja, was soll ich noch dazu sagen? Also, dass die Mod, die wir getestet haben, die Brotherhood of Shadows, Solomon's Revenge, die ist wirklich, 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 wirklich viel größer, als ich gedacht habe. Sehr viel größer, als ich gedacht habe. Ich dachte, das hält uns so 10, 20 Folgen hin. Vielleicht 30, weil ich so mit 10 Spielstunden gerechnet habe. Tatsächlich sind es über 20 Spielstunden für uns geworden. Gut, wir haben auf Anhieb nicht alles geschafft. Wir sind ja blind dadurch. Ich habe das noch nie gespielt zuvor. Und es war mega spannend und mega unterhaltend. Und wer das verpasst hat, schaut mal auf meinen Channel, da gibt es jetzt eine extra Playlist, wo ihr sämtliche Folgen hintereinander weggucken könnt. Ihr müsst also die Folge 235 bis Folge 301, das sind ungefähr, was war das, 68 Folgen oder so. Und ja, da könnt ihr die Mod begutachten, die ich ehrlich gesagt lieber das inoffizielle Add-on, das inoffizielle Erweiterungspack zu Star Wars Knights of the Old Republic nennen möchte. Weil BioWare hat ja nie eine offizielle Erweiterung rausgebracht, nur den zweiten Teil, der aber auch nicht mehr von BioWare selbst produziert worden war. Und insofern, das hat sich das Spiel eigentlich verdient, so ein kleines nettes Add-on. Und das hat es dadurch wirklich bekommen. Also wenn ich überlege, das erste Mal, wie ich KOTOR durchgespielt habe, das hat ungefähr 40, vielleicht 45 Stunden Spielzeit gehabt, mein Spielstand. Das weiß ich noch, auch wenn es schon über 10 Jahre her ist. Ja, und jetzt nochmal über 20 Stunden mit der Erweiterung. Das heißt nochmal, wenn man das installiert, hat man die anderthalbfache Spielzeit. Und das für nichts, ne? Ist für lau. Kann man sich kostenlos runterladen und installieren. Das ist eine super Sache. Die Leute, die das auf dem PC gucken, ich habe hier schon die ganze Zeit so einen Link eingeblendet, der auf den Kickstarter führt. Und den Kickstarter, der läuft jetzt noch ungefähr einen Monat. Den habe ich erstellt, damit Leute mich unterstützen können, damit ich diese inoffizielle Erweiterung, die Brotherhood of Shadow, Solomon's Revenge, damit ich die eindeutschen kann in Bruderschaft der Schatten, Solomons Rache. Weil, wie gesagt, 20 Stunden Spielzeit, da sind natürlich entsprechend viele Dialoge, Itemtexte und dabei. Und das muss alles, ja, wenn man das auf Deutsch haben will und mit der deutschen Version kompatibel haben will, dann muss man das alles übersetzen. Das sind nicht nur die Dialoge, gerade die Itemtexte, da fehlen bei den Dateien die deutschen Strings, die sind auf Englisch gespielt, Englisch gestellt. Deswegen, wenn man das mit der deutschen Version spielt, dann werden diese Dateien nicht angesteuert. Das heißt, die Itemtexte werden gar nicht erst ausgelesen. Das heißt, es nützt euch überhaupt nichts, wenn ihr Englisch könnt. Ihr könnt die Itemtexte nicht lesen, weil da nichts angezeigt wird, weil das Spiel die Dateien nicht ausliest. Ja, was bleibt euch übrig? Entweder ihr spielt das komplette Spiel, also ihr installiert die englische Version und ladet die englische Mod runter, das geht natürlich auch. Oder ihr spielt es mit der deutschen Version, so wie wir es gemacht haben, aber dann fehlen euch einige Puzzleteile. Zum Beispiel die ganzen Items mit Texten, die wir gefunden haben, um Rätsel zu lösen und so. Die waren einfach leer, deshalb hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert, weil wir da rumprobiert haben. Ja, vielleicht ist uns ein bisschen Hintergrundgeschichte entgangen, wer weiß. Und
Ja, aber die Alternative wäre, unterstützt doch den Kickstarter, der läuft jetzt wie gesagt noch im Monat. Wenn 1000 Euro zusammenkommen, dann übersetze ich das alles. Dann nehme ich mir einfach einen Monat frei, ich kann meine Lebenskosten mit diesen 1000 Euro decken und dann werde ich die komplette Erweiterung auf Deutsch übersetzen. Auch gut für alle, die nicht wirklich so Performer mit Englisch sind, die das nicht alles verstanden haben. Was da passiert ist in den 60 Folgen. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, ziemlich gut zu dolmetschen nach meinen Fähigkeiten, aber manchmal haben die einfach so schnell geredet. Jedenfalls Ziel der Aktion, das ganze Ding auf Deutsch zu machen und mit der deutschen Version kompatibel und dann kann sich die jeder kostenlos runterladen, aber die Leute, die unterstützen und 15 Euro geben, die kriegen es auf einer DVD. Mit dem englischen Original, der deutschen Übersetzung und vielleicht noch ein paar anderen Mods, mit denen wir hier spielen, wie zum Beispiel dem Mechani-Skin, den ich hier trage auf meinem Kopf. Deshalb haben wir so weiße Haare. Oder Keblajons Vibrator, das wir als Lichtschwert verwenden, das gute Stück hier. Stromlinienförmig mit orangener Klinge, das kommt dann alles mit auf die DVD. Oder wer noch mehr geben möchte, vielleicht Poster oder was anderes. Aber wer keine 15 Euro hat zum Unterstützen, ich bin auch für 1 Euro Unterstützung sehr dankbar. So, jetzt, alter Schwede, jetzt habe ich schon 6 Minuten geredet, das tut mir leid. Aber ich musste das nochmal kurz in Worte fassen. Dafür schenke ich mir das heute mal am Ende der Folge. Und jetzt wollen wir mit der Haupthandlung weitermachen. Wir schauen nochmal kurz auf unsere Talente. Ich habe wahrscheinlich jetzt doch das, genau, das Implantat-Talent habe ich noch. Das ist jetzt der Spielstand noch von der Folge 234. Weil ich habe versucht, also unsere ganzen Items, die haben jetzt wieder ihre gewohnten Bilder und Texturen und alles, was sie während unserem, na gut, außer die Segen-Windschwerter sehe ich gerade, da muss ich nochmal drüber. Aber sonst haben uns ganz viele mehr Sachen gefehlt, während wir die Mod gespielt haben, weil ich den Override-Ordner dafür neu anlegen musste. Und jetzt habe ich den alten Override-Ordner wieder drin, damit das wieder alles funktioniert. Und auf die Sachen aus der Mod müssen wir verzichten. Aber wir haben die Handlung der Mod ja jetzt auch hinter uns. Und das Einzige, was ist, wir haben ja am Ende der Mod haben wir ja die Kontrolle über die Bruderschaft der Schatten erlangt, damit wir Schatten rufen konnten. Ich habe das versucht, diesen Override-Ordner mit der Brotherhood of Shadows auszustatten, die da drüber zu installieren, aber der Schatten-Move hat trotzdem nicht geklappt. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann lassen wir es ganz bleiben und dann brauche ich auch die bislang gespielten Folgen nicht nochmal offscreen zu spielen, damit wir an dieser Stelle ankommen. Um mit den Schatten weiterzumachen, dann machen wir jetzt einfach ohne die Schatten weiter. So, genug Erläuterung. Von den ja, genau, Meister Jorak Ullen. Den haben wir mit Mekel zusammen haben ihm das Handwerk gelegt. Doppeltes Spiel, das ist auch noch irgendwas. Ach so, ja, genau. Ich check nur noch mal gerade, was unsere Quests sind. Genau, Lesho haben wir betrogen und den Einsiedler in den Hügeln, den haben wir gemacht. Und jetzt müssten wir eigentlich den Weg der Sith weitermachen können, nämlich die Abschlussprüfung hier auf Korriban in der Sith-Akademie zu bestehen. Das bedeutet, wir müssten mit Master Ufa in das Grab von Nagasado rein können. Wo ja die letzte Sternkarte versteckt ist, die wir noch brauchen, um Malak ausfindig zu machen. Also nichts wie Hinder. Wir berichten ihn mal von unserem Erfolg. Sei gegrüßt, junger Mensch. Du hast dich bisher gut geschlagen. Weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Ja, also. Ich habe hier das Tablett von Jorak Ull. Dass du das in seinen leblosen Händen gefunden hast, wie dem auch sei. Deine ehrenvolle Tat hat mich beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären.
Lass mich bitte weiterarbeiten. Ja, gut. Du hast ein beträchtliches Ansehen erworben. Du bist dem Ziel sehr nahe. Zweifle jetzt nicht. So. Jetzt, wo wir das gehört haben, gehen wir uns mal... Nee, in der Richtung war's. Wir gehen uns erstmal ein kleines Update holen. Wenn man hier rumläuft, kriegt man voll das Déjà-vu aus dem Tempel der Schatten, ne? Wir gehen uns erstmal ein kleines Update holen von Euphura Ban. Was die davon hält, dass wir ihnen diese Information jetzt gegeben haben. Ihr schlagt euch gut. Man sagt, ihr hättet fast schon ausreichend Prestige, um zum Sieger erklärt zu werden. Irgendwie habe ich gespürt, dass ihr erfolgreich sein werdet. Ja, das ist ja wunderbar. Kommt bald zurück, Freund. Hat sie noch was auf Lager? Seid mir gegrüßt, Freund. Irgendwie gefällt es mir, das zu sagen. Anscheinend. Kommt bald zurück, Freund. Ja, ich erinnere mich. Wir haben ihr Freundschaft angeboten, hoppala. So war das. Dann wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt noch was abgeben. Sei gegrüßt, junger Mensch. Du hast dich bisher gut geschlagen. Weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Jo, ich habe Shardan getötet. Ich habe davon gehört. Aber es war Shardans Fehler. Nicht dein Erfolg, nicht wahr? Das hilft dir nicht weiter. Ich habe mich um die abtrünnigen Druiden in den Gräbern gekümmert. Man sagte mir, der Druide sei hinausgelaufen und davongeflogen. Nach einer Weile verschwand er dann von unseren Sensoren. Was hältst du davon? Ja, genau. Ich habe seinen Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert und er rannte. Aber er ist tot. Das würde sein Verschwinden erklären. Ein Beweis wäre mir zwar lieber, aber wenigstens hast du äußerst kreative Ideen. Hey, er ist innovativ. So viel ist sicher. Psst, Bruder, Jolly, verrätst uns noch. Ja, an der Stelle ganz kurz. Ich habe auf meiner Homepage eine Anleitung, wie man solche Kommentare aus den Gefährten rausbekommt. Ich habe bei meinem 5. Spieldurchlauf oder so Aufzeichnungen gemacht. Ich habe mir jedes Mal notiert, wann die das Maul aufmachen, unsere Gefährten. Und deswegen kann ich diese Momente genau abpassen und weiß, wann ich welchen Gefährten dabei haben muss. Wenn euch das interessiert, klickt mal auf den Link zu meiner Homepage hier in den Videokommentaren ben-stormrider.jimdo.com und da könnt ihr sowas finden, wie auch die ganzen Mods, die wir verwenden. Ja, kleine Empfehlung. Naja gut, ich habe mich um die rebellischen Studenten gekümmert. Wenn ihr euch an die erinnert, die hatten sich an den Höhlen versteckt, weil die desertieren wollten, weil die das scheiße fanden letztendlich in der Sith-Akademie. Und denen haben wir zur Flucht verholfen, aus diesen Höhlen heraus, indem wir den Tukata geschlachtet haben. Die sind also geflüchtet, aber wir können ihnen genauso gut erzählen, dass wir sie getötet haben. Das ist dann zwar eine Lüge, aber wir heimsen dann die Punkte dafür ein. Ich befahl sie wegen Meuterei zu exekutieren. Wurde mein Befehl ausgeführt? Ja, es ist vollbracht. Sie sind verschieden. Die sind sogar grundverschieden. Ich glaube, einer war ein Twi'lek, einer war ein Mensch. Das ist sogar fast nicht gelogen. Vollbracht ist gelogen. Verschieden nicht. Jedenfalls auf Deutsch. Wirklich?
Wir haben in den Höhlen nur ein paar Leichen gefunden. Ob Shirak sie gefressen hat? Ist ja auch egal. Ich denke, sie haben ihre Lektion gelernt. Du hast mich überzeugt. Ich denke, du bist würdig, in die Reihen der Sith aufgenommen zu werden. Ich gratuliere, junger Mensch. Du hast die anderen bei weitem übertroffen. Doch bevor es soweit ist, musst du die letzte Prüfung bestehen. Dazu werden wir zum Grab des Nagasadu im Tal der dunklen Lochs reisen. Ruhe dich aus und bereite dich auf deinen großen Tag vor. Kehre jetzt in deine Kammer zurück und komm bei Tagesanbruch zu mir. Nimm alles mit, was du für die Prüfung brauchst, denn du wirst bei der Prüfung allein sein. Geh nun. Möge die Macht mit dir sein. So, das heißt, unsere Gefährten werden wir wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Aber damit haben wir ja schon Erfahrung aus der Brotherhood of Shadow Mod. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir den ganzen Tempel schon leer geräumt, ne? So, dann gehen wir nochmal mit Euthura reden. Was macht ihr hier? Geht zu Utha und sagt ihm, ihr seid für die letzte Prüfung bereit. Unser großer Augenblick ist gekommen. Geht. Ja, gut. Kriegen wir hin. Das wird interessant. Ich nehme nicht an, dass das Grab von Nagasado harmlos sein wird. Da haben wir wahrscheinlich auch gut drin zu tun. Aber letztendlich werden wir das letzte Teil in dem Puzzle finden, das uns fehlt, um den Weg zu Malak und der Sternenschmiede zu finden. Insofern, auf geht's. Nun denn, bist du bereit für die Reise zum Grab des Nagasado? Es wird Zeit für die letzte Prüfung. Wo liegt dieses Grab von Nagasado? Es ist das Grab eines alten Sith-Lords, des größten Lords der Sith von Korriban. An diesem Ort wird die Prüfung stattfinden. Und wobei handelt es sich beim letzten Test? Alles Weitere erfährst du dort, mein Junge. Du wirst um dein Leben kämpfen. Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Erkältung noch nicht vollständig auskuriert, aber ich habe hier ein paar Ricola neben mir liegen. Quietzer Kräuter. Ne, Moment, kriege ich gleich hin. Schweizer Kräuterzucker. Kräuterzucker. Ja, und wer hat es erfunden? Nicht die Sith, sondern die Schweizer. Und hat man vielleicht in den letzten Folgen gehört, dass ich die im Mund hatte. Habe jetzt immer so einen Klick gemacht, wenn die an meine Zähne gestoßen sind. Aber Freunde, wenn ich kurz vorm Hustenanfall stehe, das muss einfach sein. So, jetzt bin ich aber bereit aufzubrechen hier. Dann lass uns gehen. So, Juhani und Julie stehen hier rum wie die Ölgötzen, aber denen bleibt nichts anderes übrig und auch uns nicht. Wir müssen das Solo erledigen. Da sind wir ganz Han sozusagen. Sagt Prinzessin Leia, wenn Han sich das nicht abgewöhnt, ist er bald wieder solo. Am nächsten Tag bringt Uta dich und Euthura zum Grab des Sith Lords. Deine Gefährten dürfen dich nicht begleiten. Ja, wir haben es ja verstanden mittlerweile. Sehr gut. Wir sind bereit für die letzte Prüfung, junger Sith. Du hast jetzt das Recht zu erfahren, ob du eine Das habt ihr tatsächlich. Dein Tun gefällt mir nicht, Euthura. Was hast du vor? Gar nichts, mein Meister. Ich habe euch nur zugestimmt. Sollten wir jetzt nicht mit der Prüfung fortfahren? Ja. Dies, junger Mensch, ist das heilige Grab des Nagasado. Vor vielen Jahren entdeckten es Darth Maul und Darth Revan. Du sollst in ihre Fußstapfen treten. Tief im Inneren des Grabes vordringen. Dort wirst du unter anderem ein Lichtschwert finden. Das Lichtschwert ist dein Geschenk. Kehre damit zu uns zurück, denn deine Prüfung endet nicht in der Gruft.
Seid hier sehr vorsichtig. Das Grabmal ähnelt den anderen in diesem Tal. Und viele alte Verteidigungsanlagen sind noch immer aktiv. Hast du alles verstanden? Bist du bereit für die Prüfung? Alles klar. Ich muss ein altes Lichtschwert finden. Und die Sternenkarte. Aber ihr wisst ja, ihr könntet mir das Schwert auch einfach geben. Wenn du dich nicht um etwas bemühen musst, ist es bedeutungslos. Findest du nicht? Na gut, kann ich das Grab verlassen? Nein. Niemand geht hinein oder hinaus, solange die Prüfung nicht beendet ist. Gut. Und könnt ihr mir etwas darüber erzählen, womit ich rechnen muss? Nein. Das ist ein Teil der Prüfung. Du musst alle Hindernisse alleine überwinden. Gut. Die Sternenkarte finden, mit dem Laserschwert zurückkommen. Ich habe verstanden. Gut. Yusera und ich erwarten deine Rückkehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, der Weg der Sith. Master Ufa und Yusera Ban haben sich zum Grab von Nagasado gebracht. Denke daran, dass du das Grab erst am Ende deiner Prüfung wieder verlassen darfst. In den Tiefen des Grabes ist eine Sternenkarte verborgen. Im Versteck der Karte findest du außerdem ein zeremonielles Lichtschwert. Kehre damit zum Meister Ufa zurück. Ufa? Geht und holt das Laserschwert. Bis dahin können wir nichts für euch tun. Du musst natürlich ihre Tarnung aufrechterhalten. Aber sie hat ja mit uns den Fall von Master Ufa geplant. Muss das zeremonielle Lichtschwert finden und hierher bringen. Weder Yusera noch ich können dir dabei helfen. Ja gut. Dann wollen wir genau das tun. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, womit wir es hier zu tun haben. Und bis dahin bin ich euer Ben Stormrider. Ich blende hier nochmal ganz kurz den Link zum Kickstarter ein. Was das ist, habe ich ja schon erklärt, ne? Hier für die Übersetzung der Mod. Bitte draufklicken, den Trailer angucken, überlegen, ob ihr selbst unterstützen wollt. Vielleicht einfach einen Euro geben. Hm? Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge und dann stellen wir uns den Aufgaben, den tödlichen Fallen in diesem Grab. Bis dahin bin ich euer Ben. Bye bye.